Dinge, die du über Withergate wissen musst. Wenn du die Quest soweit freigespielt hast, um nach Withergate zu kommen, verlässt du Sunhaven im Norden. Dein Weg führt dich durch einen Nebelwald, den du durch die Mitte im Norden verlassen musst, um nach Withergate zu gelangen. In der Stadt gibt es ein paar NPCs, mit denen du dich anfreunden und Herzen sammeln kannst. Mache ihnen Geschenke, schleim dich ein, um schnell ihr Vertrauen zu gewinnen, damit du in ihre Häuser gehen kannst. Es gehört außerdem zu einer Quest, dass man bei 2 NPCs mindestens 2 Herzen erreichen muss. Dein Apartment befindet sich im Norden der Stadt. In dem befindet sich bereits ein Bett zum Schlafen. Eine Etage höher, die du mit dem Aufzug erreichen kannst, befindet sich dein Anbaugebiet. Hier kannst du ausschließlich Monsterpflanzen aus Withergate anpflanzen. Pflanzen aus Sunhaven wachsen hier nicht, genauso wie Monsterpflanzen nicht in Sunhaven wachsen können. Ein Verkaufsportal sowie ein Brunnen mit Wasser befinden sich auch auf dem Dach. Monsterpflanzensaat kannst du bei Christine im Süden der Stadt mit Goldmünzen kaufen. Die Saat ist etwas teurer als in Sunhaven. Wenn du Monsterpflanzen verkaufst, erhältst du Tickets, die eigentliche Währung in Withergate. Mit ihnen kannst du zum Beispiel Pets oder Deko kaufen. Deine erste Quest in Withergate verlangt von dir, 500 Tickets zu verdienen. Fang also lieber schnell an, dein Monsterpflanzenimperium aufzubauen. Zum Dämonenkönig kommst du erst, wenn du ein Bewohner von Withergate wirst. Das erreichst du, indem du das Vertrauen der Bewohner erlangst und dir das Apartment für 500 Tickets endlich gönnst. Ich hoffe, dir haben meine Tipps zu Withergate gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.